Herzlich willkommen wieder zu meinem Podcast, My Life. Ja, letztes Mal habe ich aufgehört in Waren an der Müritz. Da würde ich jetzt einfach mal nahtlos wieder anknüpfen. Und genau, und meine Mutter im Prinzip hat mich dann nach Waren geholt. Und konnte ich in dem Haus mit unterkommen, konnte mir dann eine Arbeit suchen, habe da auch eine gewisse Zeit dafür gebraucht, bin dann aber im Windfang angefangen, das ist am Hafen unten. Und ich muss sagen, aus gastronomischer Sicht war das wirklich das erste Mal, eine schöne Umgebung. Also ich habe dort für die gerne gearbeitet, weil die waren so normal. Also die waren auf, da habe ich das erste Mal auch mit dem Chef damals auf einem Niveau, also hierarchisch gesehen, also auf einer Ebene mich ausgetauscht. Also das kannte ich sonst nie. Man war sonst immer der kleine Arbeitende oder Auszubildende. Ne? Das hatte ich da komischerweise gar nicht. Also das mochte ich zum Beispiel. Deswegen habe ich für die das auch gerne gemacht, obwohl ich den Beruf an sich nicht schön finde, dieses Unterwürfige und alles für die Leute hin und her rennen und einige nutzen das auch aus, weil sie es nicht anders kennen und naja, ist auch egal. Gut, trotzdem, ne, ich habe da einen Sommer angefangen, den ersten Sommer, und habe mich richtig gut da eingelebt und konnte da auch gut arbeiten und und dann den ersten Winter dann dort erlebt und bin dann auch langsam, hab Fuß gefasst dort, finanziell ging es mir dann besser, hab dann irgendwann meine erste eigene Wohnung gehabt dort wieder und dann ging das langsam bergauf, also in der Zeit, wie gesagt, kam dann die Wintersaison, da war es dann mega tot, ne? Das ist halt, Waren ist halt ein typischer Touristenort und ein Urlaubsort, das heißt im Sommer ist Halligalli und im Winter ist es dann tote Hose. Meine Kollegin damals, mit der ich dort gearbeitet habe, mit der ich mich sehr gut verstanden habe, ne, die ist schon seit geraumer Zeit immer nach in die Schweiz gegangen, ins Berner Oberland. Und die hat mich halt gefragt, ob ich dann nicht auch mal Lust hätte. Weil im Winter ist da ja eh nichts los und davon hatte ich mich ja überzeugt. Und erst wollte ich immer nicht, weil sie mir gesagt hat, es ist gehobene Gastronomie und ich, das ist immer das, was ich niemals machen wollte. Weil in der Ausbildung, auch in der Prüfung, musstest du mal gehobene Gastronomie machen, so mit rechts eindecken, links ausheben, Wein dekantieren und diese ganze Geschichte. Aber das mochte ich immer nicht, weil ich mich auch nicht dafür interessiert habe. Ne? Na, jedenfalls habe ich mich am Anfang ein bisschen geziert und dann habe ich mich doch überreden lassen. Ich bin ja so, ich lasse mich auch gerne überzeugen. Es gibt ja Menschen, die meiner Erfahrung nach, die lassen sich überhaupt nicht überzeugen. Die haben ihren Standpunkt und bleiben dabei, ne? Ich bin da nicht so, also ich bin da immer recht offen, weil man kann auch sein, dass man dadurch was verpasst, ja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, deswegen, und ich bin dann irgendwann in die Schweiz, zur Wintersaison. Ich glaube, immer 4 Monate waren das oder 5, ich weiß gar nicht mehr, was immer, November, September? Also ich weiß es nicht mehr, ich glaube 4, 5 Monate waren es jedenfalls immer. So, und da bin ich dann hin und habe dann gut Geld verdient im Prinzip, ja. Und habe dann meine Wohnung ganz normal weiterlaufen lassen. Habe ich da Miete bezahlt? Ich glaube schon. Ja, ich weiß es nicht mehr genau, wie ich das im Einzelnen gehandhabt habe. Aber ich glaube, die lief ganz normal weiter. Ich habe Unterhalt, ganz normal die unterhalten. Also Strom fiel kaum an, habe ich eine Zurückzahlung bekommen. Aber Miete, glaube ich, habe ich weiter bezahlt. Das ist auch egal, aber bin dann in die Schweiz, habe dann meine Erfahrung dort gemacht, habe mich dann auch immer optimiert in Bezug auf der gehobenen Gastronomie, sage ich mal. Also ich hatte oft in meinem Leben die Situation, ja, dass Sachen, die du prinzipiell aus dem tiefsten Inneren eigentlich nicht machen möchtest und nicht machen willst, ja, wenn man einfach mal beißt und es trotzdem macht, ja, man kommt irgendwann an diesen Punkt, dann ist es selbstverständlich, das zu machen. Denn dann beherrschst du das im Schlaf und ja, das findest du nachher auch denn gut, dass das ein Teil davon ist, von der eigentlichen Sache. Und so ist es in der Gastronomie zum Beispiel auch. Also zum Beispiel, ich rede jetzt das Thema zum Beispiel Dekantieren von Wein, ne? Dekantieren.
dekantieren. So, ist richtig. Von Wein, das habe ich immer gehasst am Anfang, ne? Und auch filetieren und vorlegen, die ganze Geschichte. Aber das sind so Sachen, die machst du denn ein, zweimal und dann ist das ganz normal. Diese Unsicherheit vergeht, du wirst souveräner dabei mit dem Umgang. Und ja, also nur nochmal zurückzukommen, die Flasche Wein zu dekantieren, also das ist im Prinzip das Fachwort dafür. Wenn du einen alten Wein hast, ja, der für die Leute, die es noch nicht wissen, ne, für die Leute, ach, wenn du einen alten Wein hast, der jetzt zum Beispiel seit 20 Jahren in einer Flasche ist, ja, oder 10 Jahren oder noch ein bisschen mehr, die müssen erstmal wieder atmen. Die brauchen Sauerstoff, ja, damit diese ganzen Aromen freigesetzt werden können. Deswegen müssen die umgefüllt werden, auf gut Deutsch, ne, in eine Karaffe. Meinst du, das ist so eine formschöne Glaskaraffe, sieht doch auch wirklich schön aus, das macht man dann direkt am Tisch. Ne? Es gibt so gewisse Grundsätze, an die man sich ja auch als Kellner halten muss, wie man die Flasche öffnet. Es darf nicht plopp machen, es darf nur zischen. Solche Geschichten, das ist so Pillepalle, ne? Was man so beigebracht bekommt in der Ausbildung, ne? Also in der schulischen Ausbildung, in der Theorie im Prinzip, ne? Und ja, dann füllt man ihn halt um. Das macht man meistens dann, also ja, ich muss nochmal wieder zurückgehen, tut mir ja leid, aber also. Naja, ich erzähle das Thema erstmal zu Ende. Ich muss für mich auch erstmal sehen, mich nicht verzwicke hier, ne? Also in der Regel bestellen die Leute bei der ersten Bestellung, denn auch den Rotwein mit, bevor die Vorspeise überhaupt kam, dann schon den Rotwein mit. Und haben sie dann die ersten Getränke und warten dann im Prinzip auf die Vorspeise. In der Zeit holt man dann den alten Rotwein. Auch meistens hat das der Hoteldirektor bei uns gemacht, der hat dann die alten, richtig alten Weine, die dann so 20, 30 Jahre alt waren, ne? Aufgemacht, um zu gucken, ob die korkig sind, ne? Am Tisch dann aber auch, ne? Aber in der Regel, wenn die nicht so alt waren, dann haben wir das selber gemacht, weil er ist einfach ein Weinkenner gewesen. Also der hat das in Fleisch und Blut gehabt. Die Schweizer sind da ja eh, die legen ihr Geld nicht in Gold an, die legen ihr Geld in einem Weinkeller an, ne? Und horten das so, weil das ist vom Verfall geschützt im Prinzip, ne? Naja, ist auch egal. Und jedenfalls hat man dann den Wein umgefüllt. Kurz nach der Bestellung, und dann hat man die Karaffe am Tisch, aus so einem kleinen Beistelltisch, Gueridon heißt das übrigens, stehen gelassen. So, und dann ist man irgendwann hin. Ne, man trennt dadurch auch den Weinstein, das ist im Prinzip, der Zucker kristalliert ja irgendwann, fällt danach, setzt sich unten ab. Weinstein ist ein gutes Zeichen dafür, dass es das ein guter Wein ist. Der bleibt dann in der Flasche drinne, den schüttet man natürlich nicht mit in die Karaffe, ist ja logisch. Ne, und irgendwann geht man dann als Kellner, ist das die Aufgabe, dass man den einmal schwenkt nochmal in der Karaffe. Denn derjenige, der den bestellt hat, den Wein, bekommt dann den ersten Test, ne, und bekommt dann das Glas und testet dann, ob der Wein korkig ist. Wenn er sagt, es ist in Ordnung, dann bleibt der Wein erstmal so stehen, ne, und atmet noch weiter. So, und dann kriegen die ihre Vorspeise und hast du nicht gesehen. Und dann irgendwann zum Hauptgang wird dann der Rotwein ausgeschenkt für die Leute, die für alle, die am Tisch sitzen. Und natürlich kriegen alle erst die Leute, die noch keinen Wein im Glas hatten. Also derjenige, der den Wein bestellt hat, der bekommt als allerletztes dann. Das ist einfach so eine Gesetzmäßigkeit, ne? So typische Gastronomie-Regeln. Ja, so ist es in der Regel, ne? So wird damit umgegangen. Naja, ist auch egal. Und was ich eigentlich eben sagen wollte, wo ich fast abgeschweift, na, ist auch wieder egal. Was ich in der Gastronomie oder allgemein in der Schweiz gelernt habe, ne, ist dieses Leben. Ne? Also erstmal dieses Multikulturelle. Ja, ich habe Kontakt zu sämtlichen Nationen gehabt, zu Amerikanern, zu Italienern, zu Jugoslawen, zu Schweizern, na logisch, ja. Ne, zu Holländern, zu Briten, Amerikaner hatte ich schon, ich weiß gar nicht, alles ist auch egal. Jedenfalls zu sämtlichen Nationen, ja, das ist Berner Oberland, habe ich das überhaupt schon gesagt? Es ist in Wengen gewesen, 1750 über Meeresspiegel, Meter über Meeresspiegel. Und du hast immer ins Lauterbrunntal geguckt und da oben gab es keine Autos, du bist immer mit der Bergbahn hochgefahren. Es gab nur Elektrofahrzeuge dort. Oder gibt es? Da gibt es keine so eine Autos, wie man hier so kennt, ne? Nur so Elektromobile und mehr nicht. Und alle anderen bewegen sich dann halt nur mit Skiern da fort oder mit ihren komischen Skischuhen, die du dann meilenweit über den Beton stapfen hörst, weil die so starr sind. Naja, ist ja auch egal. Und das ist im Prinzip der Ort gewesen, in dem ich war. Und genau, jedenfalls habe ich diese multikulturelle
das Multikulturelle kennengelernt und habe es auch genossen und auch mir nach und nach so versucht, die Sprachen so anzueignen, ob Italienisch. Ich habe auch die Leute auch direkt gefragt, also wenn ich Amerikaner da sitzen hatte, habe ich ihn auch direkt gefragt, was heißt oder so. Oder ein Italiener, ich habe mit einem Italiener zusammengearbeitet, der hat den habe ich ihn auch direkt gefragt, weil die sind ja auch ein bisschen mehrsprachig, schon länger dort unterwegs. Und da konnte ich die auch immer fragen, also habe ich auch kein Problem mit gehabt dann. Ne? Einfach um meinen eigenen Wortschatz zu erweitern, und das mochte ich immer so, weil ich denn, man hat auch gewisse Gäste gehabt, zum Beispiel Belgier sind da mal sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr eigen, kann man das so sagen, die können, verstehen dich vielleicht sogar auf Deutsch, ja, aber die wollen partout nicht mit dir auf Englisch reden oder so, ne, oder die wollen, dass du mit denen auf Französisch redest. Und Französisch ist für mich eine sehr schwere Sprache, wie ich finde. Da fand ich persönlich vom Lernen, von Wortähnlichkeiten Italienisch einfacher irgendwie, ne? Nee, ist auch egal jedenfalls. Aber ich habe davor trotzdem keine Scheu gehabt. Es gab immer der Jüngere, also aus dieser Familie, es war eine ältere Familie, dass die ja so in der 60 gewesen sein. Und dann war dann der Sohn, der hat so, ich weiß nicht, ob er es so, nur so getan hat, aber der hat immer gebrochenes Englisch mit mir geredet, wenn ich wirklich nicht mehr wusste, was los ist. Ob er nur so getan hat, weiß ich nicht, weil die einfach wollten, dass ich Französisch lerne. Aber die Eltern haben immer mit mir Französisch gesprochen, ne? Und das hat mich aber auch komischerweise nicht gestört. Und ich habe dann natürlich immer nach und nach immer verstehen gelernt. Und wenn die Sud le jus oder sowas bestellt haben oder Aqua avec Bull, ist ein. Ich glaube, oder vermische ich das gerade mit Italienisch und Französisch, weiß ich gerade jetzt nicht, aber das sind so gewisse Sachen, dann Mineralwasser mit Bull ist dann halt mit Blasen im Prinzip, also mit Kohlensäure, ne, war das denn. Dann wusste ich nachher, oder en coca, also eine Cola, solche Geschichten wusste ich nachher einfach und dann war das so eine schönere Interaktion mit den Leuten, das mochte ich irgendwie, weiß ich auch nicht, das hat mir auch gelegen, also das bereue ich auch so ein bisschen, dass ich das hier, oder finde ich halt schade, dass ich es hier in Deutschland nicht mehr so habe, ne. Na jedenfalls, und was, wie gesagt, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich einfach gelernt habe, dieses Zelebrieren, ja, wenn die Leute, ja, essen gehen, ist das nicht hier so wie hier in Deutschland, ja, die gehen eine Stunde essen und dann sind sie mit drei Gängen durch, ne. Du gehst dorthin essen, ja, wenn, bestellst du den Tisch um 18 Uhr, ja, dann kriegst du erstmal ein Aperitif, irgendwas, ein Bier oder was auch immer du möchtest, ja, dann kommt langsam so das Brot, ein bisschen Butter auf den Tisch. So, und dann wird irgendwann bestellt, dann wird sich unterhalten, dann trinkt man ein bisschen Wasser. Ja, dann gibt es hier Tapwater, Leitungswasser. Das ist ja, in Wengen ist das direkt vom Gletscher gekommen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ja, wie geil Gletscherwasser ist, ne? Also wie weich und wie, also du könnt das aus dem Wasser an, selbst da hat es eine gewisse Kühle, ne? Das ist unglaublich lecker. Also es gibt kein besseres Wasser als Gletscherwasser. Also falls ihr immer irgendwie in die Schweiz kommt oder wo auch immer in die Berge, ja, versucht an Gletscherwasser zu kommen, das ist das geilste Wasser, was es gibt. Das ist so weich und das ist einfach nur geil, ne? Und das trinkt man ja meistens immer so zum Wein dazu und dann gibt es eine Karaffe mit auf den Tisch. Und ja, und wenn du halt essen gehst, dann zelebrierst du das. Dann kriegst du in einer Dreiviertelstunde, nachdem du bestellt hast, oder nach einer halben Stunde, nachdem du bestellt hast, dann deine Vorspeise, dann isst du genüsslich, erzählst mit deinen Leuten, mit denen du den Tisch reserviert hast, oder mit dem, die da sind, oder mit dem Kellner, und dann wird irgendwann abgeräumt, dann geht das weiter, dann kommt, dann schenkt der Kellner in der Zeit den Rotwein aus, oder bereitet alles vor, was für den Hauptgang nötig ist, ne? Also wenn du Bourguignon hattest, also das ist im Prinzip Fondue mit Brühe, ne? Das ist dann halt Fleisch bereitgestellt, und dieses Fondue-Set stellst du dann auf den Tisch mit Flamme an und damit die Brühe, die dann kommt in dem Wok, dann heiß ist und die ganzen Geschichten, ne? Und das dauert halt alles seine Zeit, ne? Also teilweise ist das so, wenn du um 18 als Gast da hinkommst, dann sind die abends um 11 gegangen, ja? Und dadurch haben die dann ein, zwei Flaschen Rotwein zum Hauptgang getrunken oder Weißwein zum Vorspeise schon und je nachdem, worauf man Lust hatte, ne? Und dann hat man ein schönes Dessert gegessen. Also es war, dieses Dreigangmäßige war prinzipiell, du hast, und nach dem Dessert, ja, dann hast du noch ein Espresso oder ein Grappa getrunken, ja, oder einen schönen Whisky. Und da hatte der Seniorchef dann immer so einen Digestivwagen, ja, da war sämtliche Spirituosen, auch hochwertige Sachen drauf, ne, wo du dann Gläser drauf hattest und dann bist du mit dem dahin, ja, das war mal so sein Baby, dann bist du mit dem Wagen dahin und
hast den Leuten das denn so präsentiert? Und dann haben sie gesagt, ach, hier, den hätte ich gerne, wie auch immer, in deren jeweiligen Sprache, denn logischerweise, ne? Und ja, weiß nicht, also das habe ich gelernt auch selber, wenn ich privat mal Zeit hatte, ja, dann bin ich selber in andere Lokalitäten in diesem Ort gegangen und habe den Käsefondue gegessen, ne? Käsefondue ist mega geil, mir knurrt der Magen dabei, wenn ich jetzt darüber nachdenke, so, weil ich das einfach mega lecker finde, mit dem Knoblauch da drin, ne? Und den Weißwein, den die da reinrühren. Und dieses Brot, ne? Das ist einfach, weil du brauchst auch Zeit, um das zu essen. Und das fehlt mir hier in Deutschland leider, ne? Also egal, wo du reingehst, also obwohl, ich muss nochmal ein bisschen zurückrudern. Das beste Mal, wo ich wirklich vom Service mit allem komplett zufrieden war, ich als gelernter Hotelfachmann, nachdem ich bei Sylt in der Schweiz gearbeitet habe, wo ich selber gehobene Gastronomie gemacht habe, war das das erste und einzige Mal, wo ich wirklich von Anfang bis zum Bezahlen mit als Kellner komplett zufrieden war. Und das ist wirklich schwierig hinzukriegen als gastronomische Einrichtung, ne? Das war in Deutschland. Das war in Berlin in einem italienischen Restaurant. Da habe ich auch 30 € Trinkgeld gegeben oder 35, weiß ich nicht. Aber weil das einfach, weil da alles gepasst hat, ne? Das war so perfekt für mich und das habe ich eigentlich immer auch gesucht, wenn ich als Hotelfachmann irgendwo essen gegangen bin, ne? Selbst aber das, was du erlebst in Deutschland teilweise, schlackerst du mit den Ohren. Also die sind nicht mehr in der Lage, die Karte zu kennen. Die kennen noch nicht mal die Karte. Die wissen noch nicht mal, können sich wahrscheinlich noch nicht mal die Gerichte merken, die du bestellt hast. Und da fehlt es an so vielen Ecken, ne? Ja gut, die Leute sind wahrscheinlich auch nicht mal gelernt in der Geschichte. Aber naja, ist auch ein anderes Thema. Ich schweife schon wieder ab. Aber das sind so Sachen. Ja, also ich finde, das müsste in Deutschland auch viel mehr verbreitet werden. So dieses Zelebrieren und dieses ja, zu den Wurzeln zurückkommen. Also, dass auch nur die Leute, die das wirklich können und auch wollen, auch das nur machen, ne? Damit man ein bisschen Lebensqualität wieder bekommt, ne? Dieses schnell, 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 das ist einfach so ätzend, egal in was für einer Hinsicht, ne? Auch beim Friseur oder was auch immer. Schnell, 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 raus, weg, tschüss, Geld her und das war's. Naja, ich hoffe ja mal, dass es vielleicht irgendwann mal, ja, besser wird. Auch in Deutschland diesbezüglich, ne? Ja, das war, habe ich glaube, ich habe alles gesagt. Ja gut, genau, das war halt so eine Wintersaison, man ist auch feiern gewesen in der Schweiz, ne? Und was ich halt auch mal sehr gerne mochte in dieser Schweiz, war so diese Wetterphänomene, ne? Wenn du zum Beispiel in das Lauterbrunntal geguckt hast, da ist auch damals ein Eurofighter irgendwie abgestürzt. Das ist im Prinzip, du bist ja über Lauterbrunn, bist du ja mit der Bergbahn nach oben gefahren und dementsprechend hast du von Wengen aus auch immer runter gucken können, ja? Ins Tal, ja. Und gewisse Wetterkapriolen waren so, dass sich denn da irgendwie Regenwolken gehalten haben in dem Tal. Da unten hat es natürlich geregnet, aber du, wenn du in Wengen warst, hast oben Sonne gehabt, ja. Und dann hast du auch von oben auf die Wolken geguckt, ja, die in diesem Tal hingen. Das sah aus wie ein See aus Wolken. Ich hätte permanent, ich war so oft da, ne? Ich hätte jeden Tag Bilder machen können von allen da, von den Gipfeln, wie die Sonne ist, wie die Wolken dort hängen. Mit dem ganzen Schnee. Entschuldigung. Ich habe so viele Bilder gemacht, ja, aber davon habe ich leider heute keins mehr, weil irgendwie die Festplatten nachher über den Lauf der Zeit verschwunden sind, kaputt gegangen, wie auch immer. Ist halt nun mal so, ne? Aber dafür habe ich ja noch meine Erinnerung. Und das sind so Sachen, das nimmt man einfach mit, ne? Und ist einfach so genial, sowas auch erleben zu dürfen, ne? Also auch, ich habe immer gesagt, wenn ich sterbe, ne, möchte ich gerne, dass meine Körper verbrannt wird, ja, zur Asche. Und ich möchte dann bitte von Wengen aus ins Lauterbodental gestreut werden. Weil ich diesen Ort einfach so wunderschön fand, ja. Also da gibt es auch Momente, gerade wenn es denn zu in den Frühling zuging, ne, wenn es ein bisschen wärmer war, ne, das sind so Sachen, die kennt man nur wahrscheinlich als Einheimischer. Oder dass denn Leute, ein Ehepaar habe ich gesehen, in Tracht, ja, so typische Schweizer Tracht, die sind ja teilweise auch in der bezüglich sehr patriotisch noch, also leben es einfach noch. Das Ehepärchen mit ihren Alphörnern am Hangrand standen, ja, und ihr Alpenhorn gespielt haben, ja. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Atmosphäre gibt, ja. Ich kriege jetzt, wenn ich daran denke, noch Gänsehaut, weil es einfach dieser Moment war, dieses wunderschöne, denn war wunderschönes Wetter, es war relativ mild. Du konntest mit T-Shirt in der Sonne sein, ne? Und die standen da beide und haben musiziert. Es wirkt für mich immer wie
ja, wie Volksmusik, ne? Das ist überhaupt nicht meine Richtung von Musik und würde ich mir privat niemals anhören, also privat, aber würde ich mir sonst niemals anhören, ne? Aber ja, ich musste gerade kurz mal unterbrechen, weil ich gerade einen Anruf bekommen habe. Ja, so ist das halt auch im Leben, ne? Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich gewesen war. Na, jedenfalls war das alles war die Schweiz an sich für mich im Nachhinein wirklich eine gute Erfahrung. Aber für mich stand trotzdem immer fest, dass ich diesen Beruf nicht mehr weiter ausüben möchte, ne? Und irgendwann ging das natürlich so weit, dass das Hotel verkauft wurde und der neue Besitzer mich gefragt hat, ob ich meine Telefonnummer da lassen möchte. Bei der letzten Saison, als ich dort gearbeitet habe, habe ich gesagt, nein, möchte ich nicht. Weil ich für mich aus dem tiefsten Inneren wäre das nicht in der Frage gekommen, das weiterzumachen, den Beruf. Ich wollte für mich dann einfach das auch beenden. Und das habe ich dann auch gemacht. Also, und ich bin danach ja nie wieder in die Schweiz. Ich bin dann wieder zurück nach Waren, habe dann dort, glaube ich, nochmal eine Saison gemacht und habe ich in der Zeit auch meinen damaligen Freund, meinen ersten damaligen Freund kennengelernt. Genau, und mit dem bin ich dann nachher zusammen nach Rostock, weil er auch eine Ausbildung als Hotelfachmann machen wollte. Aber ich war an dem Punkt, ich will nicht mehr. Also ich habe diesen Schritt auch gleich genutzt, um aus der Gastronomie auszusteigen. Diesen Umzug nach Rostock, ja, wo ich heute übrigens noch lebe, ne? Aber genau, ich denke mal, das wäre wieder ein Punkt für den neuen Teil. Ich würde sagen, ich höre jetzt hier erstmal auf. Der ist ein bisschen kürzer, der Teil, und dann gucken wir mal weiter, ne? Also, ja, dann geht es bei Rostock, ab Rostock dann weiter. Das nächste Mal erkläre ich euch ein bisschen, wie es dann weiterging. Ja, ansonsten wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr es hört, und gehabt euch wohl. Dann bis zum nächsten Mal. Dann tschüss, ne?